Nach 14 Tagen Game 2 Pause habt ihr aber mal so richtig fette Themen für dich. Mortal Kombat 11, Anno 1800 und Earth Defense Force Iron Rain. Und davon will ich ein bisschen auch. Vielleicht. Es gibt wohl kaum ein Spiel, zu dem man weniger sagen muss als zu Mortal Kombat. Ja, Gewalt, Blut, Gedärme. Ja, abgetrennte Gliedmaßen. Gewalt, Blut, Gedärme. Abgetrennte Gliedmaßen. Ja, und vielleicht noch ein ganz gutes Kampfsystem und ein ziemlich geiler B-Movie-Charme. Ja, das muss jetzt aber auch reichen. Jetzt geht's los hier. Mortal Kombat 11! Mit seiner 27-jährigen Historie ist Mortal Kombat eine der traditionsreichsten Spieleserien überhaupt. Trotz widriger Umstände wie ständig aufflammenden Kontroversen um Gewalt in Videospielen oder der schwankenden Popularität des Beat'em-up-Genres, gelang es Mortal Kombat immer wieder, alte Fans bei der Stange zu halten und neue Fans hinzuzugewinnen. Dass das auch dem frisch erschienenen Mortal Kombat 11 gelingen wird, bezweifeln wir nicht, denn so viel sei verraten, es macht verdammt viel richtig. Aber leider nicht alles. Ein paar Dinge haben durchaus eine saftige Backpfeife verdient. Schauen wir es uns an. Zu den guten Seiten gehört auf jeden Fall der Story-Modus, was für einen Prügler ziemlich ungewöhnlich ist. Aber schon vor einigen Jahren hat sich die Story zu einem Highlight der Serie entwickelt und auch Mortal Kombat 11 führt diese Tradition fort. Die Geschichte beginnt dort, wo der Vorgänger aufgehört hat, nämlich damit, dass Raiden, der Schutzgott unseres Erdenreiches, dem bösen Götterältesten Shinnok die Rübe abmacht. Eben dieses Ereignis führt dazu, dass nun Shinnoks Mama auf den Plan tritt, Kronika, die Hüterin der Zeit. Und die ist wirklich super mega ultra krass. Das wird klar, als sie andeutet, dass sie alle bisherigen Ereignisse des Mortal Kombat-Universums selbst geplant und kreiert hat. Außer Raidens jüngste Tat, die gehörte nicht zu ihrem Plan. Und so muss sie nun erstmals aktiv eingreifen, um den Lauf der Zeit wieder gerade zu biegen. Zu diesem Zweck verbindet sie die Gegenwart mit der Vergangenheit und führt so die ganzen Mortal Kombat-Helden nun mit ihren jüngeren Versionen zusammen. Was ihr wiederum ermöglicht, also sie kann jetzt... Naja, jedenfalls führt das dazu, dass, keine Ahnung. Ehrlich gesagt ist ihr Plan ein nicht nachvollziehbarer Haufen Bullshit. Einen wir Vergangenheit und Zukunft. Finden wir Verbündete aus beiden Ähren. Aber, pfeif auf Logik und Tiefgang, der Story-Modus ist aus anderen Gründen geil. Zum Beispiel, weil es Spaß macht zu sehen, wie die gegenwärtigen Helden auf ihre früheren Ichs treffen und wie dadurch ziemlich kuriose Situationen entstehen. Oder weil wirklich jeder Charakter genug Screentime bekommt, um seinen Fans eine coole Show bieten zu können. Oder weil teils sehr ikonische Locations abgeklappert werden, die nostalgische Gefühle wecken. Oder weil die Mimiken und Bewegungen der Darsteller jetzt nochmal zwei Stufen lebensechter wirken als noch im Vorgänger. Dass die Kloppereien zwischen den Videos geschätzt nur 20% des Story-Modus ausmachen und daher fast zur Nebensache verkommen, fällt gar nicht negativ auf. Denn am Ende realisiert ihr, dass ihr gerade einen 5-stündigen, hervorragend inszenierten Fantasy-Science-Fiction-Martial-Arts-Film gesehen habt, dessen Story zwar saudumm war, der aber trotzdem mindestens so viel Spaß gemacht hat wie ein guter Superheldenfilm von Marvel. Das ist Fanservice in Perfektion. Was sagt man dazu? Wirklich gekämpft wird eigentlich erst nach der Story, nämlich in einem der vielen Singleplayer- und Versus-Modi. Doch bevor wir zu denen kommen, erst einmal ein paar Worte zu den Kämpfen selbst. Für Neulinge und Gelegenheitsspieler ist nur wichtig zu wissen, dass die Einstiegshürde recht niedrig ist. Die zahlreichen Kombos und Special Moves der insgesamt 25 Kämpfer sind dank einfacher Tastenkommandos schnell gelernt. Und weil auch unsaubere Befehlseingaben akzeptiert werden, gehen sie leicht von der Hand. Außerdem sind die Tutorials absolut vorbildlich und erklären wirklich alle Kniffe, die es gibt. Für Könner und Veteranen wird's interessant, wenn es um die neuen Spielmechaniken geht. Da wäre zum Beispiel der perfekte Block, der ein rechtzeitiges Drücken der Blocktaste erfordert und daher sauschwer ist. Doch wenn er euch gelingt, ist die Erholungszeit eures Charakters so kurz, dass ihr sofort kontern könnt. Ebenfalls neu sind die getrennten Energieleisten für offensive und defensive Spezialaktionen. Gemeint sind damit Aufstehangriffe nach einem Niederschlag, extra weite Fluchtsprünge, die Nutzung von Umgebungsobjekten oder die Verstärkung bestimmter Special Moves. Wurden derartige Aktionen im Vorgänger noch von einer einzigen Energieleiste gespeist, die durch Angriffe gefüllt werden musste, haben sie nun getrennte Leisten, die sich von selbst füllen. Klingt zunächst unspektakulär, führt aber im Endeffekt dazu, dass derartige Aktionen häufiger und flexibler eingesetzt werden können. Und die letzte wichtige Neuerung sind die Fatal Blows. Das sind verheerende Superattacken, die zwar extra viel Schaden verursachen, die aber auch erst ab Erreichen von 30% Gesundheit und auch nur einmal pro Match eingesetzt werden können. Ihr müsst also abwägen, ob ihr diese Trumpfkarte schon in der ersten Runde raushaut oder lieber für die zweite aufspart.
Aber warum ist das Bild denn so verschwommen? Ist YouTube kaputt? Nein. Die Fatal Blows sind einfach scheißbrutal. Und wenn wir diese Sendung ohne Altersbeschränkung ins Netz stellen wollen, dann dürfen wir einfach nicht zeigen, wie Sonya Blade ihrem Gegner mit einem gezielten Tritt das Bein bricht, ihm dann einen schweren Schwinger gegen den Kopf verpasst, ihm dann ihre Energiefaust so hart in den Bauch rammt, dass das Blut durch den Rücken spritzt, ihn dann vor ein automatisch ballerndes Geschütz zieht, was ihn vollkommen durchlöchert, und ihm dann, nachdem ein Kopfschuss ihn auf den Rücken hat fallen lassen, mitten ins Gesicht tritt. Scheiße, Ingo, du verwechselst das jetzt aber nicht mit Fatalities, oder? Nein! Wenn ich über Fatalities gesprochen hätte, dann hätte ich euch zum Beispiel erzählt, wie Baraka seinem Gegner zunächst das Gesicht abreißt, dann die vordere Hälfte des Schädels abreißt, um dann seine knochige Unterarmklinge in das freigelegte Gehirn zu rammen, es herauszuzerren und dann mit seinen Monsterzähnen hineinzubeißen, als wäre es ein Maiskolben. Ach so, okay. Und in welchem Modi verhaut man sich denn jetzt, wenn nicht im Story-Modus? Na, zum Beispiel im obligatorischen Online-Modus, wo ihr gegen menschliche Spieler antretet. Ihr könnt zwanglose Einzelmatches bestreiten, eigene Räume erstellen oder im originellen King of the Hill-Modus versuchen, die Siegesserie des amtierenden Königs zu brechen. Und wer keinen Bock auf menschliche Kontrahenten hat, darf sich in den Turm-Modi austoben. Die Türme sind eigentlich nur eine Abfolge von Gegnern, die ihr nacheinander besiegen müsst. Beendet ihr einen Turm im klassischen Modus, schaltet ihr neue Charakterenden frei. Und die Absolvierung eines Turms im Türme der Zeit-Modus belohnt euch mit Ausrüstungsgegenständen zur individuellen Gestaltung eurer Kämpfer. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir Problem-Peter brauchen. Ja, was gibt's? Hallo Problem-Peter. Sollen wir mit dem Gear-System anfangen oder mit den Türmen der Zeit? Mach erst mal das Gear-System. Alles klar. Also, jeden eurer Kämpfer könnt ihr mit 3 Gegenständen ausrüsten, die zunächst nur unterschiedlich aussehen. Allerdings könnt ihr in diese Gegenstände auch Verstärkungen einsetzen, um verschiedene Attribute zu steigern. Tja, aber die Verstärkungen müssen auch für den jeweiligen Charakter gemacht sein. Klar, aber das ist kein Problem. Für Kung Lao habe ich zum Beispiel was. Geist von Lao, Schadensminderung für Teampartner, Widerstand gegen Dunkel und ein bisschen Angriffssteigerung. Na, dann setz es doch mal ein. Okay, es ist eine Verstärkung fürs Abzeichen. Mist, passt nicht. Mein Abzeichen hat nur einen tropfenförmigen Slot. Problem, was? Hast du vielleicht noch ein anderes Abzeichen mit Flammenslot? Moment. Nee, was mache ich denn jetzt? Naja, du könntest andere Abzeichen ausrüsten und durch Kämpfe ihre Slots freischalten. Ja, aber welches dieser Abzeichen hat denn nun einen Flammenslot? Problem, Bass. Musst du ausprobieren. Entweder du hast Glück und levelst das richtige Abzeichen auf, oder halt nicht. Das ist ja blöd. Na gut, dann spiele ich halt mal weiter. Vielleicht finde ich noch andere Ausrüstungsgegenstände oder Verstärkungen. Wo mache ich das am besten? Och, geh doch mal in die Krypta. Okay, die Krypta ist ja dieser extra Abenteuermodus, wo ich verdiente Coins, Seelenfragmente und Herzen ausgeben kann, um Kisten zu öffnen. Einige davon sind ganz schön teuer, aber da wird ja auch mal was drin sein, was ich suche, oder? Wenn du meinst. Kaitin-Spucke und ätherische Rüstung. Okay, vielleicht hier. Nee, ist nur eine Zeichnung und ein Schlüsselgegenstand für die Krypta selbst. Ach, probieren wir die mal. 11.400 Coins. Yes, eine tropfenförmige Verstärkung. Aber für Shao Kahn, den spiele ich doch gar nicht. Problem, was? Tja, ist halt alles Zufall. Da kannst du ewig suchen, bis du was Brauchbares findest. Was ein Scheiß. Und jetzt sind meine Coins auch noch alle. Problem, Peter, was mache ich denn jetzt? Spiel doch mal die Türme der Zeit. Da gibt's Coins und Herzen für die Kisten und Verbrauchs-Items, die dir die Kämpfe erleichtern. Na gut, ich probiere mal den hier. Schwierigkeit Mittel, 3 Gegner und beim ersten sind Modifikatoren aktiv. Giftwolke und Blutfluss, fügt beides Schaden zu. Ach, wird schon gehen. Hey, der Gegner ist ja voll schwer. Und das Blut zieht mega viel Energie ab. Sogar wenn ich am Boden lieg. Sag mal, kriegt der Gegner etwa Energie zurück? Na toll, verloren. Problem, was? Musst du doch mal Verbrauchs-Items aus, die Blutschaden mindern. Wenn du meinst. Bringt jetzt aber auch nicht so viel. Und der Gegner wird dadurch auch nicht leichter. Mann, ey, wieder verloren. Das ist ja total unlustig. Tja, Problem, was? Wie wär's, wenn du mal einen anderen Turm ausprobierst? Na gut. Ey, hier friert mich ja fast jeder gegnerische Schlag ein. Wie nervig ist das denn? Und hier wird ständig dunkel, ich sehe ja gar nichts. Und hier fliegen die ganze Zeit Ninja-Sterne durchs Bild, die unterbrechen mich ständig. Und hier fallen die ganze Zeit Bomben von der Decke. Und Sektor funkt die ganze Zeit dazwischen. Und der Gegner selbst ist auch voll gemein. Was soll denn der Scheiß? Problem, was? Ich würde sagen, du brauchst die passenden Verbrauchs-Items und Verstärkungen. Ach, du meinst aus der Krypta? Oder aus den Türmen? Ja, genau. Oder hast du ein Problem damit? Ja, ich habe ein Problem damit. Das macht nämlich alles keinen Spaß. Danke, Problem, Peter. Hast uns sehr geholfen. Kein Problem.
Wir hoffen, der Punkt wird klar. Der Komplex aus dem verkorksten Anpassungssystem, den spaßbefreiten Türmen der Zeit und der Lootbox-Hölle namens Krypta ist nichts anderes als ein künstlich geschaffener, niemals endender Teufelskreis aus Problemen. Dass man damit genötigt werden soll, begehrenswerte Items im Echtgeld-Store zu kaufen, muss da kaum mehr erwähnt werden. Zwar haben die Entwickler schon auf den Shitstorm der Fans reagiert und nachträglich die Schwierigkeit der Zeittürme runtergeschraubt, aber was bringt das denn, wenn das gesamte System für die Tonne ist? Darum unser Tipp: Wenn ihr keine Lust habt, euch für schäbige Belohnungen stundenlang den Arsch abzugrinden, dann ignoriert diesen Quatsch einfach. So, und damit hätten wir auch die eingangs erwähnte Backpfeife verteilt. Aber bleiben wir fair. Selbst wenn man sich entschließt, die eben beschriebenen Modi zu ignorieren, bietet Mortal Kombat 11 immer noch mehr Content als viele andere Beat'em-ups. Zum Beispiel können wir die klassischen Türme aus der Schusslinie nehmen. Die nerven nämlich nicht mit blöden Modifikatoren und sind daher voll okay. Und vergessen wir auch nicht den coolen Story-Modus oder die vielen Online-Modi. Somit bleibt nur zu sagen, dass Mortal Kombat 11 zwar richtig viel Potenzial verschenkt, dafür aber in den wichtigen Disziplinen wie Kampfsystem, Grafik und Inszenierung ordentlich abliefert. Wollt ihr also mal wieder fies brutale Kloppe verteilen, könnt ihr durchaus zuschlagen. Wenn Tropico 6 vor wenigen Wochen das hier war. Hey Präsidente der Player, ich stacke die Dollars auf meinem Atoll. Meine Bürger sind zufrieden, denn hey Präsidente, er weiß, was sie wollen. Dann müsste Anno 1800 jetzt ja eigentlich eher sowas hier sein. Anno 1800. Ja, so schlimm wird's dann hoffentlich nicht sein. Oh Gott. Ich stehe auf Strategiespiele. Solche wie Warcraft oder Starcraft. Nicht, dass ich jemals außergewöhnlich gut gewesen wäre, aber das tut jetzt auch gar nichts zur Sache. Der Punkt ist, diese Spiele sind langes und hartes Training. Highspeed, Präzision. Man steht immer unter Strom. Bis man dann irgendwann merkt, dass einem der ganze Stress zu viel wird und man auch mal die ruhige Seite der Strategiespiele kennenlernen sollte. Echtzeitstrategie ist Entspannung. Anno ist Entspannung. Deine Reise in die Kampagne von Anno 1800 beginnt jetzt. Beginnen wir unseren Anno-Erholungsausflug also mit der Kampagne. Die ist im Kern ja ein klassisches Endlosspiel, das immer mal wieder mit kleineren Zwischensequenzen und Aufgaben aufgelockert wird. In Anno 1800 spielt man einen Sohn der Good-Familie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Nachdem sich der fiese Onkel Edward die Ländereien unseres Vaters mit ziemlich rabiaten Methoden unter den Nagel gerissen hat, liegt's natürlich an uns, dem alten Nörgel Peter Einhalt zu gebieten. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Meine Fresse, ist das ein... Naja, der Kampagnenaufsatz ist nett, mehr nicht. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, auf Story und Inszenierung kam es bei Anno ja eh nie wirklich an. Es kommt darauf an, ein erfolgreiches Imperium zu errichten, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu stillen, die Wirtschaft in Gang zu bringen und Handel zu treiben. Und zwar... wirklich von Grund auf. Jede Siedlung fängt mal klein an und im Fall Anno 1800 bedeutet das mit einigen Bauernhäusern und einer kleinen Holzproduktion. Und weil meine Siedler natürlich auch was zum Essen und ordentliche Arbeitskleidung haben wollen, stehen Fischerhütten und die Produktionskette für entsprechende Klamotten im Handumdrehen. Denn nur wer die Bedürfnisse seiner Siedler erfüllt, lockt weitere Bürger in die Hütten, die wiederum mehr Geld in die Kassen spülen. Und weil ich meinen Job als Bürgermeister ziemlich gut mache, läuft das alles wie von selbst. Die Schnapsproduktion brummt, es gibt ein Wirtshaus, in dem meine Bauern den Stoff direkt wieder versaufen können. Und weil alle so happy sind, kann ich die ersten Bauern auch schon zu Arbeitern befördern. Läuft! Zeit, sich kurz zurückzulehnen und die stressfreie Zeit und den Erfolg zu genießen. Chef? Ich glaube, mir ist ein kleines Unglück passiert. Na klar. Da lässt man die Dullis mal kurz unbeaufsichtigt und schon fackeln die einem das halbe Dorf ab. Gott sei Dank reicht der Anno-Feuerwehren-Crashkurs, da kriege ich die Hütten gerade noch so gelöscht, bevor alles in Schutt und Asche liegt. Zumindest, wenn ich den Löschtrupp nicht am Arsch der Heide stationiere. Wie die meisten Gebäude hat das Feuerwehrhaus nämlich einen Einflussradius, der vom verfügbaren Straßennetz abhängt. Am Anfang ist das noch ziemlich simpel. Später wird die Planerei aber echt komplex, was übrigens auch für Güterproduktion gilt.
Im Vergleich zu den Future-Annos werden Waren nämlich nicht mehr gebeamt und sind quasi nur Statistik, sondern werden wieder händisch von A nach B transportiert. Und wenn man blöd plant, kann das schon mal dauern. Wow! Ich habe schon mehr als 6 Stunden am Stück gespielt. Puh, das verging ja wie im Flug. Ist aber auch gar kein Wunder, in Sachen Komplexität und Mechanismen braucht Anno 1800 sich nämlich vor absolut nichts und niemandem zu verstecken. Ich beeinflusse mein Volk über gezielte Propaganda, kaufe und verkaufe Waren in übersichtlich strukturierten Handelsrouten. Und weil ich inzwischen auch alle Arbeiterbedürfnisse erfülle, kann ich die jetzt auch zur nächsthöheren Stufe, den Handwerkern, befördern. Hier ist aber Obacht geboten. Alle Bewohner meiner Siedlung schnurstracks auf die höchstmögliche Entwicklungsstufe wuchten, bringt nämlich gar nichts. Warum? Weil jede Entwicklungsstufe eine bestimmte Arbeitskraft bereitstellt. Nur Bauern arbeiten auf Feldern, nur Handwerker produzieren Güter wie Fenster oder Stahl. Befördere ich also einfach jeden Bauern, gibt's zwar mehr Steuern, dafür fehlt's aber an Grundgütern wie Weizen, Kartoffeln oder Schwein. Diese Zusammenhänge machen Anno 1800 eine ganze Ecke komplexer als alte Teile, verwirren aber nie, weil eben alles total nachvollziehbar ist. Okay, mit den Handwerkern habe ich die 3. von insgesamt 5 Evolutionsstufen erreicht. Mit Brot und Fisch geben sich die feinen Herren aber nicht länger zufrieden, sie verlangen nach Dosenfutter. Und dafür brauche ich Paprika. Kein Problem. Ach verdammt, die kann ich hier ja gar nicht anbauen. Na gut, Zeit zum Expandieren. Also schnell ein Schiff mit dem nötigsten Baumaterial beladen, zur nächstgelegenen Insel mit Paprika-Fruchtbarkeit geschippert, ein paar Arbeitskräfte angesiedelt, Paprikafelder angelegt und die Produktion läuft. Hammer. Aber warte mal. Wo ich schon hier bin, könnte ich ja gleich die komplette Konservenproduktion hierher verlagern. Aber dafür muss ich auf der Paprika-Insel ja wieder eine ganze Infrastruktur hochziehen. Natürlich könnte ich die Paprika auch auf meine Hauptinsel schaffen und die Dosen da produzieren, aber dann würden die Fabriken die Luft verpesten und die Touristen bleiben weg. Oder ich kaufe die Dosen gleich komplett, aber nee, das ist im Moment auch viel zu teuer. Och Mann, was mache ich denn jetzt? Und jetzt hat mir auch noch irgend so ein fremdes Schiff die Seuche auf meine Insel geschleppt. Was denn noch? Mann! Hey, chill. Tim? Ich bin nicht Tim. Ich bin die Ruhe, die du zum Anno-Spielen brauchst. Dann? Siehst du, was hab ich gesagt? Komm, wir bauen ein. Ein Imperium. Okay. Okay, wenn die Anno-Inkarnation höchstpersönlich das sagt, dann lassen wir die alte Welt mal kurz ruhen und kümmern uns um die neue Welt. Die haben wir inzwischen via Expedition entdeckt und hier... hier ist's noch richtig ruhig und entspannt. Naja, zumindest erstmal. Dreimal dürft ihr raten, was kommt. Genau! Man stampft eine komplett neue Zivilisation aus dem Boden. Erfüllt Bedürfnisse, schifft Waren hin und her und so weiter und so fort. Die alte Welt läuft mit all ihren Herausforderungen natürlich parallel weiter. Ja, das ist echt saukomplex. Aber es ist eben auch saumotivierend. Und ehe man sich's versieht, fast 11 Stunden am Stück. Alter, können wir jetzt nicht mal eine Pause machen? Du willst eine Pause machen? Wie kannst du es wagen? Wir haben noch keine Schienennetze, dein Zoo ist noch eine leere Einöde und die neue Welt bietet noch etliche Stunden Spielspaß. Du gehst jetzt ins Endgame. Aber ich hab doch... Kein Aber mehr! Anno ist eben auch Arbeit und du arbeitest jetzt. Aber ich muss doch... Spiel das Spiel. Ja, okay. Ich hätt's eigentlich wissen müssen. Anno ist zwar nicht hektisch, aber wirklich entspannt ist es auch nur auf den ersten Blick, weil es immer was zu optimieren, was zu regulieren oder was zu verschönern gibt. Über Stunden, Stunden und noch mehr Stunden. Und dann dreht die industrielle Revolution das Spiel nochmal so richtig auf links. Auf einmal verlangt mein Volk nach Elektrizität und dafür brauche ich ein E-Werk mitten in der Stadt. Das muss von Eisenbahnen mit Öl versorgt werden und weil ich meine Stadt bisher ohne Schienennetze geplant habe, muss ich mal eben komplette Häuserblocks umsetzen. Nebenbei schlage ich Seeschlachten, erfülle immer ausgefallenere Bedürfnisse, kümmere mich um Diplomatie, Expedition, die gigantische Weltausstellung. Ey Alter, ich kann nicht mehr.
Die Schienennetze sind immer noch nicht fertig. Die Weltausstellung muss gepflegt werden. Und das ist immer noch... Sieh doch, Chris, was wir geschaffen haben. Es ist beeindruckend. Nicht nur, weil Anno 1800 echt verdammt schick aussieht und mit liebevollen Details besticht, sondern weil es ungemein befriedigend ist, wenn sich all die Arbeit in etlichen sehr gut miteinander verzahnten Mechanismen auszahlt und man sein Werk bewundern kann. Wenn man möchte, sogar in der Ego-Perspektive. Naja, dann sieht's aber nach PlayStation 1 aus. Ist aber auch halb so schlimm, es ist eben nicht alles perfekt. Die Expeditionen nutzen sich ziemlich schnell ab, das Spiel wird irgendwann mächtig hardwarehungrig und manchmal ist es auch ein bisschen fummelig. Allein die Tatsache, dass Anno 1800 mit fortschreitender Spielzeit trotz kleinerer Macken nicht langweilt, sondern immer weiter motiviert, ist aber schon Qualitätsmerkmal genug. Und wenn man alles richtig macht, dann macht man ob all der Pracht und Möglichkeiten nicht nur große Augen, sondern will auch einfach nicht mehr aufhören. Auch wenn einem eine Pause vielleicht ganz gut tun würde. Sieh, was wir geschaffen haben! Es ist fantastisch! Ein Imperium, das für Jahre Bestand haben wird! Colin? Es ist großartig! Ich glaube, Chris ist kaputt. Ist ja, dann pack den halt weg! Brauchen wir da eh nicht mehr, bis das Remake von Warcraft 3 rauskommt. Moin zusammen, wir waren ja in der Osterpause und deswegen starten wir mit einer Meldung, die schon ein paar Tage älter ist. Es geht allerdings um die ersten Infos zu PlayStation 5 und da machen wir doch gerne eine Ausnahme. In einem Interview mit Wired gab Systemarchitekt Mark Cerny unter anderem bekannt, dass auch die PS5 über ein Laufwerk für physische Datenträger verfügen werde und abwärtskompatibel zu PS4 sei. Im Inneren sitzt eine AMD 8-Kern-CPU und eine Custom-Version der Radeon Navi GPU, die sogar Raytracing-Effekte unterstützt. Besonders stolz ist Cerny auf die deutlich kürzeren Ladezeiten. Als Beispiel nannte er die Schnellreise bei Spider-Man. Hier betrage die Ladezeit auf einer PS4 Pro satte 15 Sekunden. Auf einer Debug-Version der PlayStation 5 dauere der gleiche Ladevorgang nur 0,8 Sekunden. Und auch VR wird auf der nächsten Konsolengeneration ein großes Thema sein. Ob es tatsächlich ein neues Headset geben werde, ließ Cerny aber genauso offen wie den Release-Termin. 2019 soll die PS5 allerdings nicht mehr erscheinen. Auch die ersten PS5-Launch-Titel geistern schon durch die Internet-Gerüchteküche. Angeblich soll zum Beispiel ein Gran Turismo 7 mit VR-Unterstützung und ein zeitexklusives GTA 6 zum Konsolenstart geben. Aber wie gesagt, es sind nur wilde Gerüchte. Im Gegensatz zu unserem News-Ticker. Los! Remake angekündigt. Playmagic bringt im November eine Neuauflage des Cell-Shading-Shooters 13 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC. Fast wie in der Spielhalle. Am 25. Oktober erscheint die Capcom Home Arcade. Die Konsole im Firmenlogo-Design kommt mit 16 vorinstallierten Klassikern. Ebenfalls dabei zwei wettkampftaugliche Joysticks mit je 6 Buttons für ein möglichst authentisches Spielgefühl. Alles im Kasten? Ein Tweet von Naughty Dog-Vizepräsident Neil Druckmann lässt vermuten, dass die letzten Motion-Capturing-Szenen für The Last of Us 2 abgedreht worden sind. Absage. Nintendo-Firmenpräsident Shuntaro Furukawa gab bekannt, dass man auf der E3 im Juni nur Spiele, aber keine neue Hardware zeigen werde. Einmal nachsitzen bitte. Atlus werkelt derzeit an Persona 5 Royal, das die Welt von Persona 5 um neue Figuren und Gameplay-Features erweitert. Die Europa-Veröffentlichung ist für 2020 angesetzt. Vorschussvertrauen. Die Crowdfunding-Kampagne für Bloodborne The Board Game hat nach nur 13 Minuten das angestrebte Finanzierungsziel von knapp 180.000 Euro erreicht. Mittlerweile steht das Brettspielprojekt bei etwa 1,5 Millionen Euro. Früher, da war nicht alles besser, aber einiges schon. Die Spiele von Rare zum Beispiel. Ein paar ehemalige Mitglieder der britischen Kultschmiede haben sich für ein neues Projekt zusammengetan und ordentlich in der Oldschool-Schublade gewühlt. Tamarin nennt sich das knuddelige 3D-Metroidvania von Indie-Entwickler Chameleon Games. Die haben für das Projekt extra diverse frühere Rare-Mitarbeiter verpflichtet, um das Flair von Banjo-Kazooie und Co. bestmöglich einzufangen. In Tamarin übernehmt ihr die Rolle eines zuckersüßen Äffchens, dessen Lebensraum von fiesen Insekten bedroht wird. Und wie man im ersten Trailer schon ganz gut sieht, setzt Tamarin auf typische Rare-Elemente wie Hüpf- und Sammelspaß oder Ballereinlagen im Jet Force Gemini-Stil. Bereits im Sommer 2019 soll die Liebeserklärung an glorreiche N64-Zeiten erscheinen.
Freunde, ihr könnt ja auch mir mal eine Liebeserklärung in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Ich bin raus für heute. Das waren fantastische News, oder? Also, bis dann. Tschüss. Ey, das Dumme an der Serie Earth Defense Force ist ja, das ist wie so ein Zwang. Ich hasse das alles. Riesengroße, fette, widerliche Spinnen und Ameisen und und jetzt kommt mit Iron Rain halt das Update, was ich aber eigentlich immer haben wollte. Es sieht besser aus. Guck mal hier, das bin ich bei Pokémon. Als Ash. Mit der Mütze. Ist das nicht geil? Hast du überhaupt zugehört? Ist das geil, Alter. Das Internet. Earth Defense Force ist der Plot eines jeden Monster-Horror-B-Movies jemals. Riesengroße Alien-Insekten und tollwütige Roboter greifen die Erde an. Sie ist dem sicheren Untergang geweiht. Alles, was der Vaporisierung der Erde und dem Ende als Aschehäufchen im Weg steht, ist die EDF, die Earth Defense Force. Und EDF, EDF seid ihr. Die EDF, die... Die durch und durch japanische Actionsause hat ihren Weg vom Low-Budget-Grabbeltisch der Anfangszeit hin zum nischigen Vollpreiserfolg gefunden. Seinen Trash-Wurzeln ist EDF aber immer treu geblieben. Jeder Teil zeichnet sich durch eine stumpfsinnige Handlung, karge Grafik, Frameraten, Diashows und unendliche Gegnermassen aus. Gleichzeitig nimmt sich die Serie nie wirklich ernst und versteckt unter seinem harten Chitinpanzer jede Menge Charme. Um seine Reichweite zu vergrößern, greift Publisher D3 zum zweiten Mal gezielt den westlichen Markt an. Um den Ableger Iron Rain auch richtig in Empfang zu nehmen, haben wir unseren eigenen Spezialtrupp ins Rennen geschickt. Wir machen alle fertig. EDF. Yes. Die Aggressoren werden sterben. Hey Leute, was habt ihr für eine PA-Gear ausgerüstet? Ich bin Jetlifter. Ja. Ich werde das Schlachtfeld von oben überblicken. Ich auch, weil ich so Crowrider bin und mich auf die Dächer schwingen kann, schneller als du gucken kannst. Ich bin Heavy Striker. Ich stehe mittendrin. Ja, und du kannst dein Schild rausfahren. Du tankst. Und du kannst mit zwei Waffen ballern. Gleichzeitig? Ja. Und ich habe die krasseste Klasse von allen. Ich bin Trooper. Ich kann dashen. Wir sind so cool. Und sonst nichts. Ja, wer gibt jetzt Anweisungen? Du musst die Anweisung. Jeder wieder seine du kennst das. Du schießt auf Ameisen? Boah. Wow. Die wegficken. Cool. Sie kommen über die Häuser. Scheiße. Oh, Ladezeit. Okay, Granatenwerfer. Oh. Und das verletzt uns nicht, nein? Ich hoffe nicht. Oder? Ich bewege mich fast nicht. Ja, aber das wäre auch hart. Das explodiert halt alles. Oh, geil. Durch. Leute, soll ich mit dem Auto fahren? Schnell die Kristalle einsammeln, Freunde. Okay, mit dem Auto. So, alles eine sammeln. Ah! Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was die unsere Helden da tun. Nun, sie sammeln von Gegnern fallen gelassene Edelsteine und heimsen durch abgeschlossene Missionen ordentlich Zaster ein. Warum? Weil EDF nicht nur stumpfe Ballerei ist, sondern stumpfe Ballerei mit Rollenspielelementen. Da werden Attribute verbessert, knalligere Wummen ausgerüstet und das Equipment angepasst. Loot und Vorbereitung sind in EDF nämlich alles. Also neben der stumpfen Ballerei. Aber jetzt haben wir den Tank. Kostet der richtig viel? Nee, ein Panzer. Und ich habe jetzt einen richtigen Panzer am Start. Geil. Kostet ich habe einen Skorpion. Ein außerirdischen, gezähmten Skorpion? Ja, auf dem ich reite. Ja, ja klar. Und auf dem reite ich auch noch. Ja. Okay. Mit der Vorbereitung läuft das also schon mal. Nur blöd, dass unsere Helden übersehen, dass ihr wildes Geballere auch Teamkameraden verletzen kann. Nicht wahr, Sebastian? Das tötet euch nicht. Doch. Natürlich, zieh das was 75% ab. Friendly Fire auf. Ja, aber wie soll ich denn diese Explosion steuern? Ja, kannst du nicht. Korrekt, deswegen schießt man auch nicht unbedingt. Ups. Ey, wer schießt mich hier an? Ich nicht. Warum? Falls er jetzt schon wieder mit dem Finger auf mich zeigt. Doch. Nein, ich schieße auf das Viech da vorne. nur weil ich den geilsten Granat habe. Ey, das ist aber richtig das Vieh, ey. Ja, down. Jetzt kommen ja nur 33 mehr davon. Ey, wie viel das einsteckt auf Schwert, ist denn nicht normal? Ja, ich glaube, das wird jetzt richtig. Das schaffen wir niemals. Doch, klar, wir haben Overdrive noch, ich habe meinen Skorpion, du hast deinen Tank und es kommt Luftangriff. Wir kriegen das hin. Okay, keine fucking Ahnung, wie wir das schaffen wollen. Ich bin ganz ehrlich. Ballern. Overdrive ist übrigens eine Fähigkeit, die ihr einmal pro Level nutzen könnt. Sie lässt euch kurzzeitig doller und schneller ballern. Jetzt aber weiter ballern. Ja. Ich habe Overdrive geballert. Den können wir doch wegballern. Ja, ich habe auch Overdrive. Oh.
Er schießt auf mich. Nö, weg. Yes. Ja, easy. Wir sind so gut. Come on. Dafür gibt's mal einen High Five hier. Lol, Alter, was? Ernsthaft? Geil, Mann. Ich bin gerade in meinen Tank eingestiegen. Und dafür habe ich jetzt 6000 Gems oder sowas ausgegeben. Oh, 6000? Ja, doof gelaufen. Jeder Gegenstand, der während einer Mission eingesetzt wird, verschlingt einen Teil des Gewinns. Aber egal. Unser verwirrtes Heldengespann stolpert erfolgstrunken in die nächste Aufgabe. Achtung, Spinnen! Komm von oben! Ah! Ich hab mich mehr Spinnen versteckt. Ich hab mich oben versteckt. Also ich hoffe, ich treffe dich jetzt nicht mit. Du bist nicht mehr da oben. Verfolgen. Ich bin runtergesprungen. Ja. Okay, ich werf jetzt wieder mit Granaten um mich. Ah, mein Schild. Man kann die kleinen Spinnen gar nicht durch. Oh. Ihr seid so scheiße. Overdrive! Guck mal, ich bin Skorpion! Ich weiß nur nicht, was ich damit mache. Zack, kaputt gemacht. Ja. Mach doch mal was mit deinem Skorpion. Ich hau doch alle Spinnen kaputt, falls du hinguckst. Das Ding bewegt sich nur echt langsam. Auch diese Aufgabe haben unsere IDF-Hansel halbwegs glorreich überstanden. Aber wie heißt es so schön? Hochmut kommt vor dem Game Over. Wow. Ey, Leute, nicht auf die Kapseln schießen, nein, das sind Menschen, auf okay. Auf die... Nee. Ah, Hilfe! Alter, ich hab das Gefühl, diese Laserwaffe macht auch gar keinen Schaden. Was ist das für eine Kackwaffe? Aua. Er hat mich gegrapscht. Nee, ist bei den Dingern halt auch gerade. Ey, Leute, ich wollte da gerade drauf auf das Haus. Sorry. Alter! Sorry! Ey! Was? Das ist so ein Fick, ey! Was ist das? Das ist Sebastian! Ja, ich muss schießen, ich hab keine. Ich muss schießen! Oh, fuck! Ah, das war die falsche Waffe. Ich hab nur noch krasse Raketen, also ich muss. Ich hab mich gekillt. Nein! Das war der letzte Spawn. Jetzt wo liegt ihr denn? Also, wir haben gerade versagt. Ach, da hinten. Sebastian, ich laufe. Du kannst mich nur, wenn du ein Wiederbelebt-Item hast. Achso, wiederbelebt. Gut, dann nicht. Diese Mission ist gescheitert, Freunde. Es sei denn, ihr seid jetzt ganz, ganz schnell. Hallo? Naja, ich glaube nicht, dass wir ganz, ganz schnell sind. Oh, da liegt er. Ich habe keinen Kopf mehr. Der erste Misserfolg hinterlässt seine Spuren. Frust macht sich breit. Ich erwarte Anweisungen. Ich habe nochmal gestartet. Jetzt mal nicht pissig werden hier, ja? Dabei lässt sich der Fehler so einfach ausmachen. Unsere Aushilfs-IDFler hätten sich nur ein wenig mehr Heilgegenstände einpacken sollen. Damit hätten sie sich zum Beispiel gegenseitig wiederbeleben können. Naja, zumindest kommen die Blitzbären jetzt, nachdem sie von Mecker-Schildkröten in den Dreck getreten wurden, endlich auf den Gedanken. Da die aber auch einen Teil des Gewinngeldes kosten, tut sich ein neues Problem auf. Nein, jetzt hat er mich. Oh nein. Mecker, ich bin down. Kann mich jemand wiederbeleben? Nein, es kostet Geld. Okay. Ich knall immer Matthias wieder. Ich hab keinen Bock, Geld auszugeben. Okay, bin ich am nächsten dran, oder? Ich hab schon ganz oft geheilt. Mann, ey, Matthias, ey. Das ist jetzt ein richtiger Freundschaftsdienst. Ich hoffe, das weißt du zu schätzen. Danke, Teamleader. Da sich unsere heldenhaften Recken selbstlos füreinander aufopfern, ist der nächste Erfolg nicht weit. Die Blechreptilien gehen zu Boden. Die Freude ist groß. Und mit dem gewonnenen Geld dürfen sogleich neue Waffen geshoppt werden. TF Zorn GD könnte ich mal nicht. Dann werden alle anderen meckern. Ich find's geil. Was? Granatenwerfer? Ja. Granatenwerfer! Oh Gott! Raketenwerfer! Alles klar, Freunde. Also, du musst damit natürlich auch umgehen können. Ne? Weil für solche Gegner was ist dieser Granatenwerfer echt das Geilste. Oh, ja, schön. Oh, sorry, da, dich habe ich nicht gesehen. Kanonenkäfer! Achtung, Kanonenkäfer! Wow! Oh, ey, diese Viecher sind so scheiße. Was ist da eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Ich bin so stehen geblieben. Ich bin down. Oh, das ist scheiße. Ich bin bei Matthias. Ja, tut leid. Ja, ich hab gerade... Ja, der zwei noch. Das sind nur noch zwei. Ja, aber mein Anzug war überhitzt. Ich konnte nicht fliehen. Scheiße. Kriegen aber keine Belohnung. Es gibt echt nichts dafür. Kein Fortschritt. Das ist scheiße. Das fühlt sich nicht gut an. Ja, unsere Helden stecken in der Sinnkrise. Das stumpfe Geballere in all seiner trashigen Explosivität ist irgendwie schon schick. Wenn es Loot und Geld regnet, kennt die Begeisterung fast keine Grenzen mehr. Oh, ich hab GK Halo Beam, Alter. Oh, das nehme ich. Aber dann und wann bemerkt man trotz all der Euphorie eben doch, dass man in den Missionen nicht viel mehr macht, als immer wieder die gleichen Alien-Viecher wegzusäbeln. Wenn dann noch die eine oder andere gescheiterte Mission dazwischen kommt, die Belohnung ausbleibt und einem klar wird, dass die nächst schickere Waffe noch einiges an Grind abverlangt, schaut der fieseste aller Invasoren vorbei, die Ernüchterung. Und gegen Ernüchterung ist auch unser IDF-Team nicht gewappnet. Oder etwa doch? Hat euch das denn jetzt Spaß gemacht? Ja, sehr. Hm. Hä, nicht, oder was? Hm. Matthias hat gar keinen Bock. Warum? Das ist okay, aber ich, keine Ahnung. Also mir macht Spaß, ich weiß nicht, was ihr habt.
Immer, man kriegt immer neue Waffen. Ey, die Waffen sind auch hammergeil. Jede Waffe funktioniert komplett anders. Das ist doch mega hammer. Ey, du musst halt dir aussuchen, okay, krass, welche Waffe ist es wert, sich die zu holen. Und dann holt man sich die und dann ist das geil. Ja. Ja, ist schon ganz nett. Aber halt auch nicht mega geil. Ey, sollen wir mal eine Abmod machen ohne irgendwas Besonderes? Ganz normal. Hatten wir schon. Okay. Nach 14 Tagen Game 2 Pause habt ihr heute aber so eine richtig geile Folge Fick dich verdient. 1800. Warum? Mann! Hey! Chill. Tim? Ich heiße nicht Tim. Ich heiße Tim, okay? Tim. Mann! Hey! Chill. Tim? Hast du schon wieder Tim gesagt? Nein, ich hab Tim. Aber nee, er hat Tim gesagt. Ich hab's auch gehört. Ja, ne? Aber ich glaube, das ging. Der will dich ein bisschen verarschen. Tim. Einmal noch? Ja, dann pack den halt weg! Brauchen wir da eh nicht mehr, bis das Remake von Warcraft 3 rauskommt. Mama, deine Popo, ma, aua. Wann kommen wieder Thailand? Hast du vielleicht ein Abo für mich? Ja, und die Glocke nicht vergessen. Danke. Mama, deine Popo, ma, aua.